Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Manuel Farona Polido, 2:1 in Wiesbaden verloren. So viel falsch gemacht haben wir eigentlich nicht, oder? Nö, was heißt viel falsch gemacht? In den falschen Momenten halt, oder in den Momenten nicht aufgepasst, wo wir die Gegentore kriegen. Wir machen ein gutes Spiel, also wir kommen sehr gut in die Partie rein. Umso bitterer, dass du dann das Spiel dominierst und dann durch eine Aktion dann halt das Gegentor kriegst. Genauso in der zweiten Halbzeit, das 2:0 war auch unnötig, dass da keiner vorher eingreift. Sind dann, glaube ich, 2-3 Mal zu spät, rutschen am Ball vorbei und sind dann halt nicht konsequent. Das ist ja so eine Sache, wenn man 0-1 zurückliegt, denkt man ja, da gibt es jetzt eine kleine Halbzeitansprache und dann kommt man raus und dann geht es richtig rund. Aber richtig rund ging es erstmal auf Wiesbadener Seite. Ja, natürlich. Also ich sag mal so, was hat der Wiesbadener Trainer gesagt in der Halbzeit? Wahrscheinlich genau das Gleiche, dass wir Gas geben sollen und gut zurückkommen sollen. Klar, dann hat es diesmal anders ausgesehen, dass wir vielleicht die ersten Minuten nicht so gut reinkamen, aber dann haben wir es trotzdem gut gemacht, machen das Anschlusstor und sind dann komplett im Spiel wieder drin, wo wir einfach noch unsere Chancen besser nutzen müssen. Und das ist eigentlich das Einzige, wo ich uns den Vorwurf mache, dass wir dann zuschlagen müssen und den Punkt mitnehmen. Wie sehr spielte die mögliche Tabellenführung heute eine Rolle? Gar keine. Gar keine? Nein. Wird gar nicht drauf geguckt auf die Tabelle? Es bringt, also ich habe es gelernt, dass du nicht auf die Tabelle gucken musst. So, die Punkte kommen von alleine, wenn du von Spiel zu Spiel gehst. Jetzt haken wir das Ding hier ab, analysieren es morgen oder übermorgen und dann gucken wir auf Mappen. Jetzt war ja eine lange Serie von Spielen, jetzt stehen auch noch 3 Spiele aus. Was sagt der Körper bis Jahresende? Freut man sich schon auf Weihnachten? Natürlich freuen wir uns alle auf Weihnachten und natürlich auch auf die kleine Pause, sage ich mal, die man dann ein bisschen genießen sollte auf jeden Fall, also in meinem Fall auf jeden Fall. Und natürlich freuen wir uns sehr auf Weihnachten, aber erstmal stehen die 3 Spiele an. Und da holen wir 9 Punkte. Sehr gerne. Super, machen wir, danke. Gerne. Jens Hertel, ein ziemlich perfektes Auswärtsspiel, aber am Ende trotzdem verloren. Woran hat es denn heute gelegen? Ja, weil wir wieder so einen einfachen Fehler im Spielaufbau gemacht haben. Auf der anderen Seite uns vorher nicht belohnt haben, aus den Möglichkeiten, die wir hatten, da in Führung zu gehen, um dann den Gegner noch mehr unter Druck zu setzen. Also war beides halt. Wir haben halt keine guten Entscheidungen dann getroffen in den letzten Dritteln dann. Also gerade in den entscheidenden Situationen, wo wir dran waren, ein Tor zu machen oder eben dann auch hinten mit diesem einfachen Ballverlust und auch mit der Sicherung dann in der Situation nicht optimal gestanden haben. War Wiesbaden vielleicht heute auch in den entscheidenden Situationen ein bisschen galliger? Nee, das sehe ich nicht so. Also wenn ich jetzt das ganze Spiel sehe, sicherlich gab es dann Momente in dem Spiel, wo sie dann ein Stück weit Oberwasser gekriegt haben nach dem Führungstor und wir uns dann so ein bisschen mit dem Frust dann nicht so richtig arrangiert haben und dann ein bisschen im Faden verloren haben, auch gerade Anfang der zweiten Halbzeit. Da hatte man schon das Gefühl, oh, jetzt kann es aber richtig böse werden. Da musste man halt auch reagieren und haben dann auch gewechselt und die Grundordnung nochmal ein bisschen angepasst, umgestellt. Und hinten raus haben wir nochmal ein richtiges klasse Auswärtsspiel gemacht, wo wir nochmal so viel Druck aufgebaut haben, so viele Chancen rausgespielt haben, schade, dass wir uns eben nicht belohnt haben mit dem zweiten Tor, weil das wäre dann schon noch verdient gewesen. Und da hat man schon noch gesehen, dass die Mannschaft gierig und gallig ist. Aber klar, die entscheidenden Situationen haben wir heute nicht für uns entschieden, vor beiden Toren eben nicht. Jetzt nimmt man sich ja in der Pause als Trainerteam wahrscheinlich auch was vor und macht die Mannschaft nochmal richtig heiß. Wie ärgerlich ist dann so ein Gegentreffer direkt nach der Pause? Naja, also Da hat vieles nicht gestimmt. Wir wollten eigentlich nicht in Konter laufen, wir hatten keine gute Absicherung. Wir haben aber auch wieder in diese erste Reihe reingespielt und dann haben wir Ballverluste provoziert oder haben getrippelt und sind dann, also ich glaube, in 5, 6 riesen Konter gelaufen und die hätten ja dann in der Phase auch das dritte machen können. Da mussten wir froh sein, dass wir nicht den Fangschuss kriegen und wie gesagt, mit den Umstellungen dann und mit dem Anschlusstor war es auf einmal wieder ein ganz anderes Spiel. Und da waren wir wieder am Drücker und haben auch nach hinten eigentlich aus meiner Sicht nichts mehr groß zugelassen. Kann man der Mannschaft jetzt für Meppen was auf den Weg geben, was besser werden muss? Naja, also ich glaube, da kann man jetzt schon so ein paar Sachen mitnehmen, weil die werden uns auch tief erwarten, die werden auch auf Lauern, auf Umschaltsituationen. Und da geht es dann halt so wie in der Endphase, das zu machen, dass man das halt konsequent durchspielt, klar spielt. Und auch eine gute Absicherung dann hat, wenn man nach Ballverlust, dass man nicht in diese Kontersituation läuft, weil die haben auch viel Tempo mit Guder und das hat man jetzt in Magdeburg schon gesehen, wo die schon auch aus der einen oder anderen Situation hätten auch in Führung gehen können. Vielen Dank.